Die vielleicht schönste Stadt auf der Reise ist Ålesund. Während sich die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in vielen Regionen Norwegens unbeliebt machten, ist es hier ganz anders. Als die Stadt 1904 nach einem Brand völlig zerstört wurde, leistete der deutsche Kaiser und Norwegen-Fan Wilhelm II. Wiederaufbauhilfe. Die jungen norwegischen Architekten, die dabei zum Zuge kamen, hatten alle in Deutschland studiert und dort den Jugendstil kennengelernt. Und so wurde das neue Ålesund zu einer Stadt des Jugendstils, allerdings in einer norwegischen Variante. 1905 wurde Norwegen wieder ein souveräner Staat. Das spiegelte sich im Jugendstil wider. Während man in Deutschland zum Beispiel den geometrischen Jugendstil hat oder den floralen Jugendstil kennt, hat man hier das Mittelalter gewählt. Man suchte die Identität in der Vergangenheit. Und die versteckt sich mitunter in den unscheinbaren Details einer Haustür. Heute ist Ålesund übrigens einer der wichtigsten Fischereihäfen Norwegens. Die fischverarbeitenden Fabriken liegen aber glücklicherweise außerhalb des Stadtzentrums. Jeden Tag können Sie auf den Schiffen der Hurtigrouten verschiedene Landausflüge buchen. Die Führungen sind immer auf Deutsch. Diesmal geht es durch Trondheim. Der mittelalterliche Nidarosdom, Krönungsstätte der norwegischen Könige, ist das Wahrzeichen Trondheims. Ich werde nicht sehr viel geschichtlich zur Kirche sagen, denn Sie bekommen sehr viel Informationen bei der Besichtigungstour. Bei solchen Regengüssen möchte natürlich jeder schnell in den Innenraum der Kirche gelangen. Doch ein paar Minuten müssen die Ausflügler einfach durchhalten. Denn schon der reiche Fassadenschmuck macht deutlich, dies ist die bedeutendste Kirche Norwegens. Ein Nationalheiligtum. 9 Könige und zahlreiche Erzbischöfe liegen hier begraben. Viele Jahrhunderte waren an dem Bauwerk beteiligt. Die ältesten Teile stammen aus der Zeit der Romanik. Und schon geht es weiter. Glücklicherweise hat der Regen jetzt nachgelassen. Das war ja in 2 Teile eingeteilt. Da war die Westseite und die Ostseite hatte dann sowohl das Hafen. Die nächste Station ist das Ringve-Museum. In einem alten Gutshof am Rande der Stadt befindet sich eine kostbare Sammlung historischer Musikinstrumente. Jeder Raum widmet sich einer anderen musikalischen Epoche. Trondheim ist etwa so groß wie seine deutsche Partnerstadt Darmstadt. In Norwegen ist sie die drittgrößte Stadt nach Oslo und Stavanger. Ein beliebtes Fotomotiv ist die Speicherstadt im Zentrum. In den alten Holzhäusern haben sich heute Läden und Restaurants einquartiert. Hier steht auch die Bybrua, eine hölzerne Stadtbrücke aus dem Jahr 1861. Wer etwas Zeit hat, kann seine Reise unterbrechen und an einem anderen Tag mit einem anderen Schiff der Hurtigroutenflotte weiterfahren. Diese Insel heißt Tomma. Sie ist mit einer Fähre von dem Hurtigroutenort Nesna aus zu erreichen. Den Besucher erwartet ein Eiland mit 80 freundlichen Bewohnern und einer traumhaften Naturlandschaft. Der höchste Berg misst über 900 Meter. Hier ist der Seeadler zu Hause. Unterhalb des Berges fand man in einer Felsenhöhle Spuren einer menschlichen Ansiedlung. Man schätzt, dass die ersten Menschen vor 8000 Jahren auf die Insel kamen. Der ideale Ort zum Wandern, Radfahren und Ruhe genießen. Es gibt auch wunderbare Sandstrände, allerdings eher zum Sonnenbaden. Das Wasser ist ziemlich kalt. Festhalten und staunen. Der Ausflug führt zum Skjærstadfjord. Unterwegs erwartet uns ein Stück Erdgeschichte.
Vor ca. 250 Millionen Jahren prallten hier die amerikanische und europäische Kontinentalplatte aufeinander und schufen ganz ungewöhnliche Gesteinsformationen. Und im Verlauf der Zeit ist dann hier im unteren Bereich, haben dann durch die Wellen und das Salzwasser, hat es dann den Sandstein, die weicheren Gesteinsmassen ausgewaschen und die härteren wie Quarz, Granit sind zurückgeblieben und das hat dann diese Rillen und diese speziellen Formen ergeben. Sonst kann man das noch auf Island auch sehr gut sehen. Aber so schön wie hier, das ist eigentlich perfekt. Das nächste Naturwunder ist der Salzstraumen, der stärkste Gezeitenstrom der Welt. Er bildet diesen gewaltigen Strudel. Bei Ebbe und Flut fließen in kurzer Zeit 400 Millionen Liter Wasser aus dem Fjord heraus und wieder herein. Da das Wasser dabei einen nur 150 Meter schmalen Eingang passieren muss, entstehen gewaltige Wirbel. Der hohe Sauerstoffgehalt des Fjords sorgt für reiche Fischgründe. Es gibt Steinbeißer, Heilbutt, Lachs, Makrele und Dorsch. Es ist ein Eldorado, um zu fischen. Die Fische hier sind größer als in den anderen Regionen in Norwegen. Der Weltrekord im Fischen mit Angelrute wurde auch hier aufgestellt und das war ein Seelachs von 22,7 Kilogramm. Da kann dieser Fang natürlich nicht mithalten. Etwas über 2 Stunden dauert dieser Ausflug. Bei gutem Wetter ein herrliches Erlebnis. Natur und Stadt. Das ist die reizvolle Mischung einer Reise mit den Hurtigrouten. Die nächste Station, Tromsø, gilt als Pforte zum Eismeer, da hier viele berühmte Polarexpeditionen ihren Ausgangspunkt hatten. Was einem heute sofort auffällt, sind jedoch die vielen gemütlichen Cafés, Kneipen und Bars, die auch noch spät nachts geöffnet sind. Tromsø ist eine Studentenstadt. Da Tromsø im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde, kann man sich auch an vielen alten Holzhäusern erfreuen. Den schönsten Blick auf die Stadt und ihre herrliche Lage am Meeressund gewährt der Hausberg Storstenen. Im Sommer kann man mit der Seilbahn auch nachts herauffahren und die Mitternachtssonne genießen. Das Wahrzeichen Tromsøs ist die Eismeerkathedrale. Das Gebäude aus dem Jahr 1965 weckt Assoziationen an Gletscher und Eisschollen. Im Innern jedoch überrascht es durch ein lichtdurchflutetes Kirchenschiff mit leuchtend farbigen Glasfenstern. Dank seiner geschützten Lage in einem Sund besitzt Tromsø übrigens immer noch den bedeutendsten Fischereihafen Norwegens. Der Höhepunkt einer Reise mit den Hurtigrouten ist die Fahrt durch die Lofoten. Die Inselgruppe mit ihren kahlen Felsen und versteckten Buchten ist Norwegen pur. Bei jedem Wetter und Tageslicht vermittelt die Landschaft einen anderen Eindruck. Aber der ist immer überwältigend, süchtig machend. In der Dunkelheit erscheinen die bizarren Silhouetten wie Spukschlösser für schlafende Erdgeister. Ein besonders enger Fjord trägt logischerweise den Namen Trollfjord. Und wenn man nicht aufpasst, dann schleicht sich einer dieser Trolle abends an Bord und treibt mit den Passagieren allerlei Schabernack.